Der umherstreifende Fotograf sieht, was vor aller Augen liegt. Doch er ist derjenige, der stehen bleibt. Seit Anfang der 80er Jahre ist Klaus Kienhold mit einer handelsüblichen Panoramakamera unterwegs und fotografiert, wobei bei ihm zuerst das Denken, dann das Schauen und dann das Sehen kommt. Seine Fotografie ist eine entschieden gedachte, gedanklich in die Spur gebrachte und dies lange bevor der Finger den Auslöser berührt. Auf Lichtgeschwindes reagieren lässt er sich nicht ein. Seine Bilder sind sorgsam gebaut, überlegt, gestaltet und behutsam komponiert. Seine Art zu fotografieren ist ein intellektueller Vorgang. Das schließt Sinnlichkeit, ästhetische Finesse und das Abwägen nicht aus. In seiner Arbeitsweise ist er ganz bei den Kamerakünstlern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die über die Wirklichkeit staunten und sie nicht arrangierten oder inszenierten. Seine Arbeiten sind in der Anlage subtil, in der Komposition delikat. Sie wollen gesehen, gelesen und immer wieder betrachtet werden.